Kürbiszeit schreit nach leckeren Kürbisrezepten und natürlich kann man da auch was richtig Geiles mit Pasta mitmachen. Und das machen wir jetzt. Es wird richtig gut. Wir brauchen dazu einen Hokkaido-Kürbis, Parmesan, Pancetta, natürlich Nudeln, ein bisschen Zwiebel, Olivenöl. Und das Verrückte ist, wir fangen gar nicht mit dem Kürbis an, sondern hier mit unserem lecker Fleisch, mit unserem Pancetta. Macht da auch wirklich so schön dicke Dinger raus. Richtig schön, richtig saftig. Und wir machen das Ganze hier auch richtig schön crunchig. Also das wird wie wirklich, wenn wir nachher so Pancetta-Chips nachher so auf der Pasta haben. Also das wird schon wahnsinnig, wahnsinnig geil. Freust du dich auch schon ein bisschen, Luigi? Ich freue mich nicht nur ein bisschen. Dann bin ich ja beruhigt. Wenn du Lust hast auf die Pasta, dann habe ich alles erreicht. Ich habe die Pfanne jetzt schon mal so ein bisschen vorgewärmt, vorgeheizt. Wichtig ist, dass ihr das Zeug jetzt ohne Öl einfach hier reingebt. Jetzt kannst du auch wieder ein bisschen näher kommen, weil du hörst nämlich jetzt was ganz Tolles. Schau mal hier. Komm mal her. Warte, ich bin mit meinem Mikro näher da dran. Und dann hört man den Speck nämlich brutzeln. Geil. Und weshalb nehmen wir kein Öl? Ganz einfach. Das Zeug, das verliert so viel Fett. Das Fett hat nachher so viel leckeren Geschmack. Und das nutzen wir nachher auch, um nachher den Kürbis drin weiter anzubraten. Aber erstmal sind wir hier beim Speck. Und solange der hier erstmal so eine Weile arbeitet, schneiden wir schon mal unseren Kürbis. Den schneiden wir jetzt einfach erstmal so in so ein paar Scheiben runter. Das ist auch ein bisschen Arbeit, ist das schon. Das muss man schon fairerweise an der Stelle sagen. So, unser Pancetta ist jetzt so goldbraun geworden. Es wird also auch einen richtig schönen Crunch haben nachher. Schau mal hier. Komm doch mal rum. Komm mal rum hier zum Fleisch. Mensch, Junge. Hier, guck mal da. Zack. Das ist nämlich dann auch so crispy Speck. Das ist nämlich das, was nachher so sehr geil ist. Das tun wir jetzt erstmal zur Seite wieder. Den Teller mal ein bisschen näher ran. Denn der, den brauchen wir nachher jetzt erstmal wieder. Der kommt jetzt erstmal hier weg. So, den Speck haben wir jetzt erstmal hier rausgeholt, aber das, was der Speck an Flüssigkeit verloren hat, das ist natürlich auch alles Geschmack, behalten wir hier. Ich ergänze das mit noch ein ganz klein wenig Olivenöl. Auch noch dazu. Und dann kommt unser Kürbis. So. Das rühren wir hier einmal gut ein. Und legen dann noch so ein bisschen Grünzeug dazu, und zwar Rosmarin. Ist auch echt nur für den Geschmack, also ihr müsst da gar nicht sonderlich viel machen mit den Stielen, einfach nur rein. In der Zwischenzeit können wir aber auch hier schon mal an die Zwiebel gehen und die nämlich schon mal fertig machen, weil die brauchen wir jetzt noch nicht zum Mitbraten, aber gleich. Und dann kommen wir hier so ganz nah. Dann gehst du halt einfach mal mit einer Gabel in ein so ein Stück rein und guckst, dass es noch so ein ganz, ganz leichter Widerstand ist. Also nicht butterweich, denn das ist eigentlich auch schon so ein bisschen verkocht, aber auch nicht steinhart. Das ist genau jetzt der Fall. Jetzt hole ich das Zeug einmal raus. Kürbis hier erstmal kurz einmal sammeln. So, auch hier wieder so ein ganz bisschen Olivenöl dazu. Wasser kocht, das haben wir ja auch schon wieder zum Kochen gebracht hier alles. Salz rein, zack, kennt das ja, großzügig. Dann unsere kleinen Penette, so eine richtig schöne kleine Pasta, weil ich finde, die passt einfach besser zum Gericht. Die braucht auch nicht lange, heißt, wir sind wirklich gleich schon relativ fix am Ende. So, ich hole mir jetzt aber für die Hälfte des Kürbisses einen Pürierstab und einmal hier schon mal so ein Gefäß. Zack, dann habe ich hier den Teller. Wie gesagt, die Hälfte davon hier rein. Das ist ungefähr die Hälfte. Wichtig auch an dieser Stelle, wir haben jetzt hier noch nichts gesalzen, noch nichts gepfeffert, hat mehrere Gründe. Zum einen der Pancetta, unfassbar hohen eigenen Salzgehalt. Wir nehmen nachher noch ein bisschen Nudelwasser, das ist gesalzen. Und hier kommt jetzt noch so ein bisschen klare Gemüsebrühe dazu. Und die ist halt auch ein bisschen gewürzt.
Hier jetzt ein bisschen Brühe dazu. Und dann pürieren wir hier. So. Ach, wie Kürbis. Das ist jetzt dann auch immer so ein bisschen schön laut. Müssen alle wieder schreien und ganz, ganz toll natürlich hier, wenn der auch gar nicht so richtig drauf gedreht ist, der Aufsatz. Welcher Honk hat das nur gemacht? Meine Güte, das frage ich mich aber auch immer. Dann haben wir hier die pürierte Masse, die gleich auch noch dazu kommt. Der Pürierer kann dann weg. Jetzt müssen wir also nur noch die Zwiebel einmal fix hier in die Pfanne packen. So, das Gute auch, ihr müsst die Pfanne auf keinen Fall vorher auswaschen. Also sowohl der Speck wurde hier gebraten, der Kürbis wurde hier angebraten. Und das hat alles so eigene Geschmäcker hier so ein bisschen drin verloren. Und genau die wollen wir jetzt auch hier immer in der Rüstung weiter beibehalten. Und rein mit der Pasta jetzt. So. Ein bisschen Nudelwasser sehr gerne immer mitnehmen. Pasta ist draußen. Rühren wir hier schon mal ein. Sieht schon geil aus, ne? Ich lasse das wirklich so bei ganz, ganz schwacher Flamme. Hier jetzt alles so ein bisschen miteinander vermischen. So, wichtig jetzt, der Parmesan. Zack, damit das Ganze hier noch so ein bisschen schön käsig-cremiger wird. Jetzt der Speck. Auch der kommt jetzt hier noch schön mit durch. Der ist jetzt so ein bisschen crunchy, crispiger, ein bisschen härter, also der ist wirklich kross gebraten. Und jetzt ist halt wichtig, Pfeffer. Und jetzt richte ich erstmal zwei kleine Portionen für Luigi und mich an. Denn, das Schöne hier dran, wir können ja auch oft nachholen, richtig? Richtig. Hier noch so ein bisschen Kürbis als Garnitur. Zack, was darf nie fehlen? Klein bisschen Parmesan drüber. Fertig ist unsere Pasta mit Kürbis und Pancetta und ich hoffe, dass ihr das auf jeden Fall nachmacht, denn das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr leckeres Rezept, perfekt für die Kürbissaison. So macht ihr halt immer mal so ein bisschen italienische Küche, auch während der Kürbissaison. Ist vielleicht nicht das klassischste Rezept, aber ja, es gibt auch Gerichte mit Kürbis in Italien. Ich hoffe, das hat euch gefallen, dass ihr es nachmacht, dass ihr uns einen Daumen nach oben gebt, ein Abo dalasst, die Glocke abonniert, vor allen Dingen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich freue mich wie immer auf das nächste Rezeptvideo mit und für euch. Beste Grüße, ciao.